Rotkohl-Apfelsuppe mit Zimtkräutern 6 für 4 Portionen. Zubereitungszeit 25 Minuten, Garzeit ca. 30 Minuten. Erstens Zwiebeln fein würfeln, Rotkohl halbieren, den Strunk herausschneiden und den Kohl quer in ca. 1,5 cm breite Streifen schneiden. Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden. Olivenöl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebeln darin glasig dünsten. Rotkohl und Kartoffeln zugeben und 2 bis 3 Minuten dünsten. Mit Rotwein ablöschen und fast ganz einkochen lassen. Mit Fond auffüllen, etwas salzen und pfeffern und zugedeckt 25 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen. Zweitens inzwischen 1 Orange so schälen, dass die weiße Haut vollständig entfernt wird. Filets mit einem scharfen Messer zwischen den Trennhäuten herausschneiden. Orangenreste mit den Händen ausdrücken und den Saft, Klammer auf 4,0 bis 50 Milliliter, Klammer zu, auffangen. Zweite Orange auspressen, Klammer auf ca. 150 Milliliter, Klammer zu. Saft zum vorhandenen Saft gießen. Den Ingwer schälen und fein würfeln. Die Äpfel vierteln, entkernen und in grobe Stücke schneiden. Drittens nach 20 Minuten Garzeit Orangensaft, Ingwer und Äpfel zum Rotkohl geben und zugedeckt weitere 5 Minuten garen. Dann mit einem Schneidstab sehr fein pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Koriander, Honig und Essig abschmecken. Zugedeckt warm halten. Viertens für die Zimtkräutons das Toastbrot entrinden und in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Die Butter in eine Pfanne erhitzen, den Zimt dazugeben und gut verrühren. Das Toastbrot darin bei mittlerer Hitze unterschwenken, hellbraun rösten. Dann sofort auf einen Teller geben. Die Suppe in vorgewärmte Schalen füllen und mit den Orangenfilets garnieren. Mit den Croutons bestreuen und sofort servieren. Pro Portion 5 Gramm E, 14 Gramm F, 38 Gramm Ka gleich 330 Kilokalorien, Klammer auf 1381 Kilojoule.